Mobile Games und ja, ich weiß, da zucken direkt einige von euch zusammen. Kann ich auch nachvollziehen. Ihr denkt da an diese Farbsortierspiele, Casino-Apps oder einfach XY-Will-Games, die vor allem ein Ziel haben, viele Microtransactions generieren. Der Umsatz, der mit solchen Games generiert wird, ist mittlerweile astronomisch. Alleine in Deutschland generieren diese Games einen Umsatz von 3,25 Milliarden Euro. Das ist dreimal so viel Umsatz, wie mit dem Verkauf von PC- und Konsolengames gemeinsam erwirtschaftet werden kann. Und dieser Markt wächst auch noch immer weiter. Immer mehr Menschen zocken, eben auch nicht nur an der Konsole, sondern auch mit ihren mobilen Endgeräten. Bei der Altersgruppe 14 bis 39 Jahren besitzen mittlerweile durchschnittlich 97,5% der Deutschen ein Smartphone. Und die Geräte sind selbst im Budgetbereich mittlerweile potent genug, Games in ordentlicher Qualität abspielen zu können. Gerade in Bus und Bahn bietet es sich an, eine Runde zu zocken. Ich würde sogar behaupten, dass viele von euch, die dieses Video gerade sehen, ein Smartphone in der Tasche haben, das deutlich potenter ist als zum Beispiel eine Nintendo Switch oder gar Xbox One oder Base PS4. Ich zum Beispiel habe hier gerade zwei von solchen Telefonen. Einmal das Xperia 1 Mark III und das Xperia 5 Mark III. Beides sind quasi die neuen Flagship-Telefone von Sony und beweisen ganz gut eine Sache, dass sie halt mehr können als nur schön auszusehen. In diesem Video geht es darum, was Smartphones wie das Sony Xperia mittlerweile drauf haben und wie großartig man mittlerweile mit diesen auch zocken kann. Oder anders gesagt, wir müssen endlich mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen und das Potenzial dieser kleinen Gaming-Monster wertschätzen. Damit wir uns aber nicht falsch verstehen, auf dem mobilen Markt gibt es wirklich viele Apps, die zu Recht in der Kritik stehen und teilweise, wie ich finde, auch verboten gehören. Um diese Apps soll es aber in einem späteren Video gehen. Im Google Play Store gibt es aber mittlerweile auch zahlreiche Perlen. Mein Tipp hier ist übrigens der Google Play Pass. Der ist im ersten Monat kostenlos, jeder weitere kostet 4,99 € oder 29,99 € im Jahresabo. Dieses Abo kann innerhalb einer Familie mit bis zu 5 weiteren Personen geteilt werden. Für diese Mitgliedschaft, die übrigens preiswerter ist als die Nintendo Online Familienmitgliedschaft, bekommen wir eine großartige Auswahl. Glaubt ihr mir nicht? Ich habe ein paar, oder besser gesagt ein paar viele Beispiele für euch parat. Stardew Valley zum Beispiel. Die Mobile-Variante ist 1:1 die PC- und Konsolenversion. Und Stardew Valley ist einfach nur unfassbar großartig. Oder mein All-Time-Classic, Game Dev Tycoon. Ich habe mit Malte zahlreiche Zug- und Flugreisen mit diesem Game bewältigt. Check gerne meine Review zu diesem Game aus. Und ja, das Spiel ist auf den mobilen Endgeräten identisch mit der PC-Version. Oder wie wäre es mit einem der beliebtesten Xbox 360-Titel, Limbo? Gibt es auch im Play Pass. Oder hey, die mobile Version von Little Nightmares, das Rollenspiel Evoland, der SimCity-Klon Pocket City, The Escapist und, hey, für euch Retro-Fans, Sonic. Merkt ihr was? Das sind alles großartige Spiele, die man eigentlich auf der Konsole oder auf dem PC erlebt hat. Aber mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr notwendig, für diese Spiele einen PC oder eine Konsole zu besitzen. Das Ding hier reicht komplett dafür. Und auf den Xperia 1 geht das Ganze sogar in 4K, 120 Hertz, mit OLED, HDR und... Dieses kleine Ding ist quasi... Ich weiß, vorsichtig, also ich will niemanden triggern, aber das hier ist quasi die Nintendo Switch Pro, die so viele von euch haben wollen. Und ja, ich weiß, was manche von euch jetzt schreiben wollen, aber die Bedienung! Und ganz ehrlich, ich mag die Touch-Knöpfe und diese virtuellen Sticks auf den Displays auch nicht. Also da bin ich kein Fan von. Das ist nicht das Gefühl von Gaming, was ich bei diesen großen Spielen haben möchte. Aber das Schöne ist ja, dafür gibt es ja auch Lösungen mittlerweile. Zum Beispiel dieses Ding hier. Das hier, ist ein Razer Kishi. Und das macht aus eurem Smartphone wirklich eine Nintendo Switch. Einfach nur in den USB-Slot stecken, einmal langziehen, rein, fertig. Und jetzt, ja, kann ich einfach Limbo spielen. Und es ist halt, also ich meine, das ist jetzt wirklich eine Nintendo Switch, ne? Aber es funktioniert halt einfach. Und ja, ich habe jetzt hier das Razer Kishi im Xbox-Design, aber wer darauf keinen Bock hat, der kann es auch im normalen Layout kaufen. Oder er benutzt das hier, also einen Controller, den man bereits hat, zum Beispiel den PlayStation 4 Controller bzw. den DualShock 4 Controller. Auch da kann man ohne Probleme einfach oben das Handy reinklippen, den Controller per Bluetooth mit dem Handy verbinden und es funktioniert halt. Und das ist wirklich auch ein angenehmes Gefühl. Zugegebenermaßen, das hier gefällt mir ein bisschen besser. Das liegt halt ein bisschen besser auch so in der Hand. Aber hey, ein PS4-Controller hat vermutlich jeder von euch noch und das ist ein perfekter, wirklich
Wenn wir auch jetzt schon PlayStation Xperia hier haben, dann lass uns doch einfach Full Sony Mode aktivieren. Das hier ist PlayStation Remote und ja, hier läuft gerade Horizon Zero Dawn drauf, auf einem Smartphone. Das funktioniert einfach. Das Spiel wird in diesem Fall aber natürlich gestreamt und ist nicht nativ auf dem Telefon. Aber hey, Cloud Gaming ist mittlerweile wirklich gut und es funktioniert auch immer besser on the go. Das Xperia One und Xperia 5 haben beide ein 5G-Modul verbaut. Und ja, ich weiß, 5G ist bei vielen von euch noch Zukunftsmusik, aber der Ausbau geht tatsächlich relativ gut voran. In Großstädten wie Berlin ist es zum Beispiel kein Problem, mittlerweile komplett auf 5G zu setzen und so zum Beispiel kein Kabel oder DSL mehr nutzen zu müssen. Und auch im ländlichen Bereich blinkt bei mir immer öfter das 5G-Logo in der Smartphone-Ecke auf. Ich hoffe auf den Tag, an dem ich Cloud Gaming via 5G auch in der Bahn benutzen kann, aber das wird nun wirklich noch leider länger dauern. Oder nie passieren. Zumindest nicht im ICE. Mittlerweile gibt es auch wirklich viele gute Cloud-Gaming-App. Zum Beispiel auch Steam Link funktioniert ebenfalls ohne Probleme in Kombination mit dem PlayStation 4 Controller und einem Sony Xperia, beziehungsweise generell mit einem Smartphone und einem Controller. Oder natürlich auch der Xbox Game Pass. Funktioniert auch ohne Probleme, insofern natürlich eure Internetverbindung entweder über WLAN oder über Mobilfunk gut genug ist. Hier ist nicht 5G relevant, 4G geht auch, es ist eher der Ping und die Downloadrate müsste zumindest 50 Mbit erreichen. Wenn das okay ist, dann funktioniert es wirklich gut. Aber falls die Kohle doch mal knapp ist, es gibt ehrlich gesagt auch mittlerweile viele kostenlose Mobile Games, die wirklich gut sind. Ja, die hauen euch gerne mal am Anfang mit Werbung zu und versuchen den eigenen Service wie Battle Pass oder spezielle Skins zu verkaufen, aber wer da zweimal auf Schließen haut, der bekommt kostenfrei auch wirklich ordentliche Action mittlerweile geboten. Hier übrigens auch noch eine Anmerkung dazu. Wenn ihr euch das Sony Xperia One Mark III noch bis zum 30.09. kauft, dann erhaltet ihr einen kostenlosen PlayStation 4 Controller, eine hochwertige Controllerklemme und ein paar Ingame-Belohnungen für Call of Duty Mobile. Alle Informationen zu dieser Bonusaktion und generell zu den Xperia-Geräten findet ihr in den Link in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar. Call of Duty Mobile mag nun nicht ein Game sein, welches jeder von euch zocken möchte, ist halt ein Shooter. Aber mir macht's wirklich unterwegs Spaß und es ist auch komplett kostenlos. Matches gegen andere Spieler, Bots und Spieler oder nur gegen Freunde, easy machbar. Und falls ihr keinen Bock auf Shooter habt, dann na, habt ihr immer einen PS4-Controller bekommen und könnt spielen, worauf ihr halt Lust habt. Was ich mit diesem Video sagen möchte. Ja, Mobile Gaming hat nach wie vor seine Schattenseiten. Und ganz ehrlich, die werden auch nicht verschwinden. Aber wer wie ihr zum Beispiel auch Ahnung von Videospielen hat, der kann mittlerweile auf diesen mobilen Endgeräten wirklich viele großartige Spiele spielen und braucht auch keine Angst haben, in irgendeine Falle zu tappen oder irgendwie sowas in der Art. Vor allem der Google Play Pass ist wirklich hervorragend. Da gibt es auch jetzt nicht irgendwie noch Microtransactions on top. Ihr kriegt immer das komplette Spiel. Und das Schöne ist, so ein Smartphone kann ja auch noch mehr. Das Xperia zum Beispiel hat 3 wunderbare Kameras mit 4 Brennweiten. Und damit kann man nicht nur wunderbare Fotos machen, sondern eben auch Videos. Und da endet der ganze Spaß ja nicht. Das Xperia One und 5 nutzen beide zum Beispiel für ihre Kameras die hervorragende Sony Alpha Software. Also quasi sowas hier. Das ist hervorragender Autofokus, inklusive Augentracking, viele verschiedene Modi und selbstverständlich auch Slow Motion. Und ja, beim Videomodus, da benutzt Sony ebenfalls die eigene Kamerasoftware, also von diesem Teil hier. Und dank dem Klinkenanschluss kann man auch noch ohne Probleme Mikrofone anschließen. Dieses komplette Video ist mit dem Sony Xperia 5 Mark III gedreht und auch das Audio kommt darüber. Übrigens, vielen lieben Dank an Sony für das Bereitstellen dieser beiden Geräte, also das Sony Xperia 5 Mark III und das Sony Xperia One Mark III. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, die Dinger haben natürlich sonst auch alles, was ihr von einem Flagship-Handy auch erwarten würdet. Ein 4K 120 Hz OLED-Display, es ist halt natürlich NFC hinten dran, natürlich ordentliche Bluetooth-Verbindung. Es ist unglaublich schnell, aber das sind die ja mittlerweile alle. Also das ist halt, das ist wirklich gestochen scharf. 4K OLED ist wirklich eine ganz andere Nummer noch. Und mit 120 Hertz, das könnt ihr jetzt auf der Kamera. Long story short, ich bin ein bisschen sauer auf Sony, weil sie mir diese Smartphones geschickt haben und ich jetzt ein Problem habe. Ich werde wechseln. Das hier, also das Sony Xperia One Mark III, wird mein neuer Daily Driver. Und ich bin super gespannt, wie viel Spaß ich damit haben werde und generell. Aber ja, da bin ich ein bisschen sauer jetzt drauf. Weil ich habe jüngst erst einen Cloud-Dienst von einem, egal, ist ein anderes Thema.
Aber nochmal vielen lieben Dank an Sony wirklich für das Bereitstellen dieser Telefone. Und falls ihr mal diese Telefone auschecken wollt, erster Link in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar einfach mal draufklicken, kriegt ihr alle weiteren Informationen zu den Sony Xperias und natürlich auch zu der Aktion mit dem PlayStation 4 Controller. Alle Infos, wie gesagt, draufklicken. Und ansonsten wäre natürlich noch die Frage an euch gestellt. Wie ist denn generell Mobile Gaming bei euch? Zockt ihr bereits relativ viel Mobile oder habt ihr noch sehr viele Vorurteile? Und wenn ihr noch Vorurteile habt, dann kann ich euch wirklich sagen, also ohne Wenn und Aber, müsst ihr nicht mehr. Gaming ist wirklich geil. Egal wo, egal wann und mittlerweile sogar egal wie.